Toto-Pokal Achtelfinale SV Alemannia Haibach gegen die FC Würzburger Kickers 1:5. Hier die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten offiziellen Pressekonferenz. Ja, wie man das so macht, man gratuliert erst einmal natürlich dem Sieger und damit darf ich Ihnen den Gästetrainer Dieter Wirsching zu Ihrer Rechten, zu meiner Linken vorstellen. Und, Dankeschön. Und Dieter, erste Frage. Ihr seid hierher gefahren, natürlich um zu gewinnen, keine Frage. War ab der 21. klar, das haben wir im Sack? Ja, wir haben uns auch richtig gut und ordentlich auf das Spiel vorbereitet. Ich habe mich bei Trainerkollegen von uns natürlich auch schlau gemacht, weil ich länger die Alemannia hier zu Hause auch nicht mehr beobachten konnte persönlich, weil wir auch oft zeitgleich spielen und dementsprechend habe ich meine Kommunikationswege natürlich schon genutzt, um mich schlau zu machen. Und natürlich wünscht man sich, wenn man hierher fährt, als eine Liga höher, möglichst schnell auch durch eine Standard in Führung zu gehen und danach dann zwei schnelle Konter zum 3-0 zu fahren. Und damit war das Spiel dann doch relativ schnell erledigt, das stimmt. Und wir waren letzte Woche Freitag, man muss vielleicht wegen ausholen, um so ein Spiel dann auch mal zu erklären, in Buchbach, da waren wir 14 Stunden unterwegs. Ja, an einem Freitag sind morgens um 2:30 nach Hause gekommen, Stadion früh um 9:30. Man hat dann Training, da waren die Jungs natürlich schon ein wenig stinkig auf den Trainer. Das kann ich auch nachvollziehen. So haben wir dann allerdings auch Montag und Dienstag trainiert, hochaggressiv und engagiert. Und dann war es mir schon klar, wer so trainiert, dass er dann auch das Spiel hier so beginnen kann. Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, eine Standardsituation zu nutzen, aber wenn es ja dann ewig oder lange 0-0 steht, wussten wir schon um die Kontergefahr von der Alemannia und auch die Torgefahr. Liga-Konkurrent von uns, Bambach, hat das ja schmerzlich hier zu spüren bekommen. Und ich denke, mit dem 3-0 war dann tatsächlich der Deckel nach relativ kurzer Spielzeit drauf. Freut mich als Trainer, weil wir am Samstag ja schon wieder ein schweres Spiel zu Hause haben gegen die Viktoria aus Aschaffenburg. Volker, selbe Frage eigentlich bloß andersrum. 21. Minute, 3-0. Wie viel Silberstreif ist da noch am Horizont, wenn man 3-0 zurückliegt gegen die Würzburger Kickers? Ja, hallo erstmal an alle, die jetzt ausgeharrt haben. Das ehrt euch. Ich habe einige schon früher vor Abpfiff das Gelände verlassen sehen. Das ist leider sehr schade, aber spiegelt auch so ein bisschen wider, was wir heute hier geboten haben. Denn natürlich muss man klar anerkennen, dass wir gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt haben, einen sehr guten Gegner, der aggressiv war, der ballsicher war, der einen ganz konkreten Plan verfolgt hat. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich dann doch insbesondere in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, war das ein klein bisschen besser, ein kleinen Ticken besser. War ich sehr enttäuscht, dass wir so viele einfache Fehler gemacht haben und die dann letzten Endes schon sehr frühzeitig zu dieser 3-0-Führung von Würzburg geführt haben. Und dann nochmal tatsächlich zu sagen, hier, du berappelst dich. Immer wenn wir eine Aktion in irgendeiner Form mal Richtung gegnerisches Tor hatten, dann war das eigentlich dem Umstand geschuldet, dass die Würzburger in dem Moment ein bisschen zurückgeschraubt hatten. Da haben wir da mal so ein bisschen Morgenluft bekommen, mal eine Aktion gehabt. Aber dann kam ja auch schon wieder der nächste Angriff Richtung unser Tor. Und von daher muss ich sagen, dass man ab der 20. Minute natürlich noch irgendwo mal auf einen Lucky Punch gehofft hat, dass man doch nochmal irgendwie drankommt. Aber spätestens mit dem vierten war es dann eigentlich klar. Wir haben trotzdem in der Halbzeit darüber gesprochen, dass wir uns hier so gut und so teuer wie möglich verkaufen wollen. Wir haben nicht auf Ergebnis gespielt, sondern wir haben gesagt, wir probieren das, wir gehen drauf. Vielleicht bekommen wir noch eine Möglichkeit, dann hätte es 4-2 gestanden. Aber ganz klar war, dass Würzburg heute hier viel zu konstant, viel zu stabil war, dass wir da annähernd hätten das Wasser reichen können. Ein großes Kompliment und auch ein Glückwunsch von meiner Seite. Und ich hoffe, dass ja, die Kollegen von der Viktoria da am Samstag vielleicht ein bisschen mehr Glück haben als wir. Dieter, er hat es gerade gesagt, so Ende Erste, Anfang Zweiter war nochmal so ein bisschen die Phase, wo der ein oder andere Haibacher-Fan auch gesagt hat, oh, jetzt könnte nochmal was gehen. Lässt man das dann als Trainer einfach laufen, weil man weiß, nee, wir haben das eigentlich ganz gut im Griff, oder spitzt man da schon die Ohren und sagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen? Naja, nach 3-0, 4-0, dann 4-1,
muss ich den Jungs einfach auch zugestehen, mit den Gedanken auch schon auch ein bisschen zumindest an Samstag zu denken. Wobei ich natürlich auch zu bedenken muss, ich hatte heute viele junge Spieler auch auf dem Feld. Ich hatte noch draußen Marco Haller, Manu Dunke, ich hatte Alex Dahn draußen sitzen, Peter Endres. Also ist nicht so, dass Samstag wieder die Elf, die heute begonnen haben, auch wahrscheinlich nicht beginnen werden. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein tolles Material zur Verfügung und im Moment sehr wenige Verletzte. Trotzdem ist es so, dass es völlig legitim ist, dass ein Spieler dann eben nicht mehr ganz so extrem aggressiv, nicht mehr ganz so hoch die Bälle dann anläuft und auch ein bisschen an die Halbzeit denkt. Beim 4:1 war es natürlich ein individueller Fehler hinten links von Niklas Weisenberger, der echt gut ausgenutzt wurde oder schön für uns dann zum 1:4 geführt hat. Hatte aber jetzt nicht das Gefühl, dass die Jungs so die Füße hochgenommen haben wie im Pokal gegen die Viktoria. Da haben wir ja 15:0 geführt, 72 Minuten lang. Und das war echt ein Festival und da haben wir dann komplett abgeschaltet und waren am Schluss mit 5:3 dann in der Kabine. Also heute hatte ich einfach ein besseres Gefühl. War sicherlich auch dem Umstand geschuldet, mit der Auswärtsniederlage Buchbach und das wirklich aggressive Training die Tage. Und eben auch die Jungen wollen sich heute präsentieren für Samstag oder auch für weitere Regionalligaspiele. Und ich war schon ganz gut relaxed da draußen. Volker, Dieter hat es gerade gesagt, er hat, oder in der ersten Antwort gesagt, wir haben uns vorbereitet, er hat seine Quellen so ein bisschen angezapft aufgrund Haibach. Wie hast du dich vorbereitet? Denn was viele hier gesagt haben, oder wenn man sich so umgehört hat, immer den Tacken zu spät, immer den Schritt vielleicht nicht dahin, wo er hätte hingehen müssen. Wie hast du die Jungs auf das Spiel eingestellt? Also bei uns war der Ablauf natürlich ein ganz anderer. Dieter hat es gerade angesprochen. Würzburg hat am Freitag schon gespielt, konnte von daher das Trainingsprogramm ganz anders aufbauen. Wir haben am Sonntag ein relativ schwieriges, anstrengendes Spiel in Ammertal gehabt und haben dort dann so ein bisschen aufbereiten müssen jetzt am Dienstag im Training, denn die Fehler, die dann dort zu den Gegentor geführt hat und dann auch in der Offensivbewegung dazu, dass wir im zweiten Durchgang dann ein bisschen abgebaut haben. Wir waren in der ersten Halbzeit dort relativ klar dominierend. Aber waren dann nicht mehr in der Lage, dort die 3 Punkte zu holen. Das mussten wir ein bisschen aufarbeiten und von daher war da der Schwerpunkt drauf zu sehen. Und dann natürlich auch, wir müssen ein bisschen regenerieren. Wir haben leider im Moment, aufgrund der vielen Verletzungen, normalerweise ist das nicht so, wir haben einen sehr breiten Kader, einen sehr guten Kader, aber im Moment haben wir natürlich auch einige Verletzte. Und dann müssen wir schauen, dass wir mit unseren Kräften ein bisschen haushalten. Und ja, jetzt ist am Sonntag steht schon die nächste Aufgabe wieder an und dann müssen wir wieder Farbe bekennen, dann müssen wir wieder auf den Platz raus und das von heute abhaken und dann am Sonntag wieder 100% abrufen und dann denke ich und hoffe ich, dass wir auch insbesondere diese einfachen Fehler, die uns heute da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, einfach nicht mehr sehen werden, denn ich muss das nochmal sagen, wir haben über den gesamten Zeitraum der Spielzeit jetzt sicherlich zu wenig Punkte gesammelt, wir sind im Pokal jetzt an einer klasse höheren Mannschaft, die einen guten Tag erwischt hat und wir einen schlechten, jetzt gescheitert. Aber so richtig unzufrieden war ich eigentlich nur in einem Spiel, das war Hauptstadt, weil da die Fehlerquote ungefähr so hoch war wie heute. Und da muss man sagen, dass wir eine ganze Menge machen können, aber immer nur dann, wenn wir bereit sind, 100% Einsatz und 100% Laufbereitschaft auf den Platz zu bringen, weil das ist der erste Schritt und dann werden alle anderen Dinge, die wir uns so im Training aneignen, dann werden die zum Tragen kommen. Ganz kurze Gegenfrage, weil du es gerade gesagt hast, ich meine, Sonntag haben wir schon wieder Großbadorf. Was geht da bis dahin jetzt? Ist das jetzt mehr Seelenmassage nach dem Motto abschütteln, Zähne zeigen, weitermachen? Oder geht es wirklich auch nochmal ums Thema Taktik, sportliche Umsetzung auf dem Platz? Du musst immer als Trainer, da wird mir der Dieter recht geben, wenn Fehler auf dem Platz passieren. Selbst wenn du ein gutes Spiel gemacht hast und gewonnen hast, dann stellst du dich als Trainer hinterher hin und sagst, das und das ist nicht so optimal gelaufen, weil wir werden immer irgendetwas finden, was wir bemängeln können. Und das werden wir natürlich auch morgen machen. Wir werden morgen Abend trainieren, aber das werden wir in der gebotenen Kürze machen, weil, wie gesagt, dann wir auch schon wieder Augenmerk drauf legen müssen auf die nächste schwierige Aufgabe gegen Großbadorf. Abschließende Frage, Dieter. Gleich wieder unter Main vor der Brust, den einen unter Main Gegner gerade hinter sich gebracht, jetzt als nächstes die Viktoria. Du hast gerade selber gesagt, Pokal 5:3. Ihr könnt momentan mit relativ breiter Brust die Viktoria empfangen, oder?
Ja, das werden wir natürlich auch tun. Ich habe die Viktoria jetzt noch nicht so extrem stabil gesehen wie Ende letzter Regionalliga-Saison. Gab da auch einen Trainerwechsel und sind präsentiert sondern nicht so ganz so stabil. Haben auch viele Spieler abgeben müssen. Aber in dieser Liga kriegst du nichts geschenkt, in der Regionalliga. Da ist jedes Spiel Vollgas angesagt, wenn uns das gelingt. Dann ist es für uns fast egal, ob wir gegen die Viktoria spielen, ob wir in Buchbach spielen oder ob wir zu Hause gegen die Bayern Amateure spielen. In dieser Liga musst du immer versuchen, 100% dein Spiel zu finden, den Rhythmus und den Fight eben von Haus aus, das sind die Basics, mit anzunehmen. Und wenn uns das am Samstag gelingt gegen die Viktoria und wohlgemerkt, ich habe da echt auch noch Optionen auszutauschen mit Istrevi, mit Haller, mit Corbin Behrens, also gerade auf den Außenbahnen, wo die Spieler heute extrem viel auch unterwegs waren, nochmal frisches Personal reinzuschmeißen. Mit dem Hintergrund, dass ich mich auf die anderen verlassen kann, weil sie es heute über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, und da werden wir am Samstag und um 12.30 Uhr treffen. Und um 14 Uhr, wenn der Schiedsrichter reintrillert, erwarte ich natürlich einfach dieselbe Einstellung, die wir heute an den Tag gelegt haben. Ich bin auch überzeugt, dass uns das gelingen wird. Und dann wird es für die Viktoria schwer, bei uns am Dallenberg was mitzunehmen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den beiden Trainern. Wünsche beiden natürlich für die nächsten Spiele nur das Beste. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Flyer Alarm Arena. Am Samstag, den 5. Oktober, 14 Uhr. FC Würzburger Kickers gegen Viktoria Aschaffenburg. Bei Internet. Radio for you. Flyer Alarm Arena.